Hallo, in diesem kleinen Video zeige ich euch mal, was ich mir neu zugelegt habe. Und zwar habe ich mir einen neuen Verdampferkopf geholt von iJoy. Das ist der Combo RDTA. Und zugelegt habe ich mir ihn, weil ich ein bisschen flexibler sein wollte als mit dem normalen Köpf. Und der hier geht schon mehr in Richtung Tröpfler, beinhaltet eine ganze Menge an Zubehör. Das Gerät an sich ist auch optisch sehr gelungen. Das hat jetzt natürlich nicht so eine Riesenrelevanz. Allerdings halt ein schöner Verdampfer gefällt mir noch auch ganz gut. Ich packe ihn mal aus. Und dann seht ihr auch gleich, was daran sonst noch besonders ist. Und zwar gibt es für diesen Verdampfer hier sogar Fertigköpfe. Ich hole mal einen raus. Gut, ist natürlich jetzt die Sache, ob man jetzt einen Fertigkopf wirklich benutzen möchte. Ich habe sie nicht getestet bisher oder ihn nicht getestet hier. Aber ich habe gehört, dass er gar nicht mal schlecht sein soll. Gut, ich wickle meine Köpfe in der Regel selber. Und Dualkeul brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Obwohl bei den Köpfen hier oder bei diesem Verdampfer wäre es vielleicht doch ganz angebracht, denn das ist hier wohl ein, na, sagt man da so schön, zu Cloud Chaser Kopf. Diese Dinger verbrauchen wohl ein bisschen mehr an Liquid. Scheinen aber auch gewaltige Wolken zu erzeugen. Beim richtigen Liquid natürlich. Mischungsverhältnis ist natürlich auch nicht unwesentlich dabei. VG natürlich relativ hoch. Weil dieser Kopf hier doch ein komisches Unding eigentlich schon fast ist. Es ist nämlich eine Mischung halt aus einem Tröpfler und einem Tankverdampfer. Ganze Menge Zubehör weggeliefert, sogar ein paar Coils. Sehen ordentlich aus. Aber ich habe mir trotzdem halt meinen eigenen Coil wieder gewickelt, da ich hier im TC-Modus arbeite oder eben benutze im TC-Modus. Okay, das werden wahrscheinlich jetzt manche Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen halt und sagen, TC-Modus für den Verdampfer hier passt nicht wirklich. Okay, das mag sein. Ich werde wahrscheinlich auch irgendwann wieder im Watt-Modus damit dampfen. Aber ich habe erstmal jetzt vorgehabt, den auf den TC-Modus wieder zu stellen. Und dazu habe ich mir eine Wicklung gemacht, die dann halt nur ein Coil beinhaltet. Hier kann man natürlich auch mehr als ein Coil gleichzeitig betreiben. Sogar weil die Fläche extrem groß ist, extrem große Coils, also mit extrem vielen Windungen zum Beispiel. Habe ich hier auch gemacht. Ich habe hier 10 Windungen gemacht und habe immer noch nur genügend Platz selber gehabt. In meinem anderen Dampfer, den Griffin, da habe ich mit 10 Windungen extreme Platzprobleme bekommen. Halt, ich habe jetzt hier einen 0,5er Draht. Ist vielleicht auch nicht das Optimale. Ist ein Stahldraht. Ich habe den nur gekauft, bin eingestiegen, habe die Rolle jetzt hier. Dachte mir, wegschmeißen will ich sie jetzt auch nicht. Habe die ja auch benutzt bei dem Griffin. Da passt das wirklich nur mit Hängen und Würgen gerade so rein. Und hier habe ich sogar noch extrem viel Platz gehabt. Also der ist schon ziemlich wuchtig. Zubehörpaket ist auch wieder dabei, was ich toll finde, hier ein Extraglas, Ersatzglas, dann halt dieses Gummipaket hier wie üblich, was auch bei den meisten Verdampfern dabei ist, nochmal ein Mundstück, da ist jetzt ein riesen Mundstück dabei, für Tröpfler-Fans halt super, wenn man dann doch mal was Normales haben möchte, in einer einigermaßen passenden Größe. Für die meisten Münder halt, oder Backedampfer zum Beispiel halt, okay, Backedampfer passt bei dem Gerät jetzt auch wieder nicht richtig halt, aber okay, kann man damit machen. Hier ist ein Mundstück bei. Hier ist dafür die Kupplung für das Mundstück. Damit kann man normale 510er Mundstücke an das Gerät anschließen. Mache ich jetzt mal weg. Und dann eine ganze Menge an Schräubchen. Auch nochmal die goldene Mittelschraube halt, die man für das Gerät hier braucht. Was auch noch dabei ist, hier ist nicht nur ein paar Wicklungen dabei, sondern auch noch mal eine andere Base. Könnte man die Coils dann halt ein bisschen anders gestaltet anbringen. Das Ding ist in dem Fall sowieso ein Multitalent hier, weil man, zeig's mal auf den Karton, hier kann man ein richtiges Paket von Basen zukaufen. Einige sind jetzt schon bei, also wie gesagt, die beiden halt und einen fertig gewickelten. Dann kann man noch einen RDE-Base reinbauen, halt für als reinen Tröpfler, um das Ding als reinen Tröpfler zu benutzen. Okay, kann man machen.
Ich finde, der Geschmack ist eh schon tröpflermäßig, ja, von dem Ding hier. Ich brauche diese Base zum Beispiel nicht. Fertigkeul, schon gewickelt halt, 0,3 Ohm. Ist, wie gesagt, habe ich euch gerade gezeigt, schon dabei. Dann hat man hier diese Base hier und die standardmäßig angebrachte, die einen schönen Verschlussmechanismus hat über Federn. Das heißt, das Ding geht beim Aufschrauben automatisch hoch, kann also den Draht reinstecken, muss nicht rumfummeln halt, zuziehen und fertig. Diese war das hier genau. Schön gemacht halt, alles vergoldet. Gut, ob das jetzt wirklich nötig ist, keine Ahnung. Finde ich jetzt aber auch nicht gerade nachteilig. Wieder ein bisschen Platz machen hier, die Coils können weg, ich brauche die sowieso nicht. Und den mal wieder rein. Tolles Gimmick, dass man das hier umbauen kann, das Gerät halt zu allen möglichen Formen, wie man haben möchte. Schraubenzieher, zwei Stück dabei halt. Okay, gehen wir mal auf das Gerät selber ein. Ich hole es mal raus hier. Ich habe hier schon eine Wicklung reingemacht. Hier unten in diesem Tank, also da oben sitzt der Verdampferkopf mit den Coils. Hier unten ist ein Tank, da gehen die wirklich so weit rein, braucht man nicht unbedingt machen. Verliert man vielleicht minimal ein bisschen was an Liquid-Volumen, aber der Tank ist auch schon relativ groß, deswegen stört mich das jetzt weniger. Zieht aber natürlich besser Liquid dadurch halt. Hier über diese Schraube oder über den Kopf, über das Mundstück, kann man hier auch die Luftzufuhr einstellen, wie man sie haben möchte. Und wenn man das Ding hier mal umbauen möchte, aufziehen und fertig. Ich habe es jetzt so gemacht hier, Single-Coil-Wicklung auf Temperatur eingestellt, diese Wicklung hier, also relativ weite Abstände, Stahldraht für den TC-Modus dann, hinten Stopfen drauf, war übrigens ein bisschen schwierig anzubringen halt, mit dem Stopfen geht das Gewinde hier, das ganze Ding kann man rausschrauben halt, etwas schwierig rein, bisschen fummelig, aber es ist zu bewerkstelligen. Okay, hier angebracht mit den Coilen. Durchgezogen, hier durchgezogen. Hier ist übrigens der Einlass für das Liquid. Kann man hier eintropfeln oder reinkippen. Natürlich sollte man das Ganze vorher ein bisschen befeuchten, bevor man das erstmal das Gerät startet hier. Normaler Anschluss hier, 510er. Und sehr solide gefertigt das Ganze. Und es lässt sich hier wirklich komplett auseinandernehmen halt. Man kann sogar hier die Schraube rausdrehen und dann das ganze Geteil in alle Einzelteile zerlegen. Schöne Lösung. Toll gemacht halt. Jetzt bin ich mal auf den Geschmack gespannt. Den kann ich euch jetzt nur sagen. Müsst ihr mir dann halt glauben. Aber ich habe schon gehört, dass der so einiges kann hier. Ich mache mal mein Standard-Liquid drauf. Das ist hier mein Twisted Frozen Drops. Einfach mal drauf machen hier. Bevor ich das Ding zusiffe, mache ich das über hier. Schön rauf damit und hier auch was rein. Okay. Lass mal den mal ein bisschen anziehen hier. Oh, das läuft aber ganz schön. Der Tank ist relativ groß. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, das waren irgendwas mit über 6 Milliliter. Und das ist der Fläschchen ist schon wieder leer hier. Und unten sieht man noch gar nichts. Also da kriegt man einiges rein. Dürfte man lange mit klarkommen. Ich guck mal, wie viel geht denn da rein jetzt genau. Ah, 6,5 Milliliter. Das ist eine ganze Menge. Okay, machen wir einfach mit jetzt hier dicht. Einfach draufschieben das Ganze, Luftzufuhr aufschrauben und fertig. Optisch, wie gesagt, ein schönes Gerät, also hat was. Und das Ganze kommt jetzt auch mal, damit es noch besser aussieht, auf meinen Wismac. Bin ich auch gleich mal gespannt, wie denn das Ganze hier aussieht, von wegen Wicklung. Wie viel Ohm ich jetzt hier habe. Ich habe jetzt keinen Ohmmeter angeschlossen für die Wicklung. Einfach mal so, Pi mal Daumen. Und drauf damit. Okay.
kann das hier wohl auch nach dem Lüftung einstellen, nach dem Coil. Okay. Kann man das ein bisschen mehr drin hier? Lass mal einfach mal, wie es ist hier so. Okay. Ich glaube, ich mache den mal nochmal ab. Kann eigentlich die gleiche Ohmzahl sein wie mein alter Kopf. Normalerweise sollte das nicht so sein, aber vielleicht habe ich auch genau die Werte wieder getroffen. Drücken wir mal. Okay. Ziehen wir mal. Okay, ja, das ist vom Geschmack her schon mal sehr gut. Und von der Qualmenge auch ordentlich. Da kann man dann wirklich nicht meckern. Alles klar. Also das jetzt mal zu dem Gerät hier. Empfehlenswerter Kauf, kann ich euch nur empfehlen, das Gerät hier, weil es einfach vom Geschmack her wirklich super ist. Eine Menge an Dampf erzeugt. Ein Multitool förmlich ist. Also kaum ein Gerät halt, kann so viele Sachen mit einmal in sich vereinen. Und vom Preis her, ungefähr 40 Euro liegt das wohl hier. Mit dem ganzen Zubehör auch super. Alles klar. Dann wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr euch den holen solltet. Testet immer durch. Könnt auch mal den Coil hier testen, der da fertig beiliegt. Vielleicht macht der ja wirklich Spaß. Ich drehe lieber selber halt. Ich werde aber demnächst auch nochmal ein Video machen, wo ich dann genauer drauf eingehe, halt wie das Gerät hier denn schmeckt halt mit einer Dual Coil und einer, naja, Clapton Coil. Alles klar. Dann viel Spaß noch beim Probieren vielleicht dieses Verdampfers hier. Ciao.